Ihr seid mit dem Auto unterwegs, plötzlich macht's Blitz. Oh, zu Hause angekommen, die Tage vergehen und ihr fragt euch, wann kommt eigentlich das Blitzerfoto? Wann verjähren überhaupt Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr? Grundsätzlich 3 Monate nach der Tat. Beispiel, Karttag ist der 23.08.23. Dann muss der Bußgeldbescheid bis zum 22.11. ausgestellt sein. Bei Alkohol- und Drogenfahrten sind es 6 Monate. Wichtig, nach 3 Monaten ist nicht automatisch eine Verjährung eingetreten und ihr denkt, Glück gehabt. Die Verjährung kann nämlich unterbrochen werden. Unterbrechen heißt dann Neubeginn der 3 Monate. Der Anhörungsbogen unterbricht die Verjährung, das heißt die Frist von 3 Monaten beginnt neu. Allerdings nur gegenüber dem Adressaten des Anhörungsbogens. Der Nachweis des Zugangs des Anhörungsbogens ist nicht notwendig. Für die Unterbrechung genügt der Nachweis, dass der Anhörungsbogen ausgedruckt wurde oder elektronisch veranlasst wurde. Beispiel. Tattag ist der 23.08.23. Am 21.11. kommt der Anhörungsbogen. Das heißt, jetzt endet die Verjährung am 20.02.24. Der Erlass eines Bußgeldbescheides unterbricht die Verjährung und verlängert die Mindestverjährungsfrist auf 6 Monate. Was heißt das jetzt alles für euch? Kommt der Bußgeldbescheid innerhalb von 3 Monaten nach dem behaupteten Tattag, ist eine Verjährung ausgeschlossen. Kommt der Bußgeldbescheid später, das heißt nach den 3 Monaten, solltet ihr durch einen Anwalt die Verjährung prüfen lassen. Das geht nur, wenn man Akteneinsicht nimmt und sich die Akte genau anschaut und die Voraussetzungen prüft.